Es war einmal in Deutschland, spielt 1946 in Frankfurt. Der Jude David Beermann und seine Freunde sind dem Naziregime nur knapp entkommen und träumen jetzt von der Ausreise nach Amerika. Doch dafür muss Geld her. Nur wie? Wäsche. Wäsche. Ja, Wäsche. Wir werden aufmachen, einen Wäsche-Großhandel. Ein Bombengeschäft, glauben Sie mir. Ich komme aus einer Schmattes-Dynastie. Gesagt, getan. Das Geschäft boomt tatsächlich. Und die schöne neue Zukunft naht. Doch Beermann wird schon bald von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. Beermann wird von Moritz Bleibtreu gespielt, während Anatol Taubmann in die Rolle des Frenkel, einer seiner Freunde und Holocaust-Überlebenden, schlüpft. Für Taubmann ein Charakter mit großer Verbundenheit. Ja, Sie haben das schon richtig gesagt, drei meiner Großeltern sind im Holocaust gestorben, sind umgekommen. Ich habe sie nie kennengelernt. Trotz dem tragischen geschichtlichen Hintergrund eine Komödie mit Charme, Witz und Tiefgang. Hitler ist tot, aber wir leben noch.